Genaues Nachzählen ist angesagt. Exakt 427 Ausrüstungsgegenstände haben die vier neuen Gerätewagen der Thüringer Bergwachten an Bord. Jetzt wurden sie bei der Sonderfahrzeugfirma Binz in Ilmenau übergeben. Und da muss jeder Karabiner gegengezeichnet werden. Also das teuerste beim Fahrzeug wird wahrscheinlich der Defi sein, gefolgt von der Motorsäge und der Seilwinde, die mit verlastet sind. Die vier Fahrzeuge verstärken die zwei DRK-Bergrettungszüge im Freistaat und sind künftig bei den Bergwachten in Bad Liebenstein, Tambach-Dietharz, Lauscha und Ilmenau stationiert. Also im letzten Jahr waren es mehr als 650 Einsätze, Rettungseinsätze. Das heißt, verunfallte Radfahrer, Skifahrer, Wanderer wurden durch die Thüringer Bergwacht gerettet. Rund 840.000 Euro hat das Land also gut angelegt. Demnächst sollen weitere Fahrzeuge folgen. Das Landesverwaltungsamt plant noch zwei Kommandowagen und vier Krankentransportwagen für den Einsatz in den Bergen.